So. Hallo, hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es einen DM-Haul für euch. Ich werde jetzt hier nichts Großartiges aufbauen, habt ihr ja gerade schon gemerkt. Ich komme gerade vom DM und nutze die Zeit, während der Gianluca auf den Liam aufpasst, dass ich euch ganz geschwind die Sachen zeigen kann, die ich so gekauft habe, weil mich da wirklich sehr, sehr viele immer danach fragen. Außerdem wird es bald eine tolle Neuigkeit bei DM geben, die ich euch auch gerne zeigen möchte. Und wir starten direkt durch in dieses Video. Das Intro war schon lang genug. Hier ist mein, ja, hässlicher Beutel. Tasche, nennen wir es so. Sehr, sehr praktisch. Kann man hier ganz klein machen, kennt ihr bestimmt. Ist zwar hässlich wie die Nacht, aber erfüllt ihren Zweck. Ich hole jetzt mal eben ganz schnell alles raus. Und dann zeige ich euch, was ich eben nachgekauft habe, beziehungsweise was ich Neues entdeckt habe. Ich werde es jetzt auch nicht sortieren nach Food und Fingernägel und nach Haarprodukten, sondern wir machen das alles ein bisschen durcheinander heute. Nicht gerade so professionell, aber hey, back to the roots, würde ich sagen, ja. Wir starten mit den Haaren. Das leidige Thema. Für alle, die mich nicht kennen, ich versuche im Moment meine Haare viel, viel heller zu bekommen. Und dafür muss ich natürlich öfters zum Friseur. Also das schafft man nicht in einem Mal. Wahrscheinlich schafft man das, aber danach sind die Haare. Kannst du es so rausziehen? Keine Ahnung. Jedenfalls, bis zu dem nächsten Termin möchte ich jetzt meine Haare hiermit retten. Und zwar für die Ansätze hat mich das jetzt so, so oft schon gerettet, weil, ja, so ein paar graue Härchen dann auch mal Hallo sagen. Wir haben jetzt wirklich einen langen Zeitraum bis zum nächsten Termin, damit die Haare sich so ein bisschen erholen können. Ja, also sie waren ganz schwarz, tiefschwarz, und wir versuchen das jetzt gerade, ne? Also wie gesagt, für alle, die mich nicht kennen. Das ist wirklich ideal, um den Haaransatz zu kaschieren. Es gibt auch verschiedene Nuancen, ich glaube 4 Stück. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich greife einfach immer zu der hier, weil die eben für mich am besten passt. Und dann bin ich ganz, ganz glücklich. Das hier ist für meinen Sohnemann Balea Haarspray. Auch recht unspektakulär, aber verwendet er tatsächlich schon seit bestimmt 2 oder 3 Jahren. Immer dasselbe, muss ich ihm nachkaufen. Dann verwende ich immer und immer wieder dieses hier. Wer mir schon länger folgt, weiß das auch. Es ist nur leider so, dass das recht schlecht abgeschlossen hat bei einem Test. Und zwar war das bei Stern TV irgendwie so. Da haben die mehrere Deos getestet und es war eins der schlechtesten, die abgeschlossen haben. Aber ich komme damit super klar, wirklich. Also bis ich das gefunden habe, habe ich eine halbe Ewigkeit gebraucht und jetzt bleibe ich auch dabei. Ich finde es richtig gut. Es ist zwar relativ teuer, aber es macht, was es verspricht. Und ja, also gut, ich meine, 48 Stunden habe ich jetzt noch nicht getestet. Man duscht ja jeden Tag, im besten Fall. Aber ja, ich finde es mega, mega gut. Machen wir hier weiter mit den Haaren. Ich habe mir tatsächlich zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben ein Silber-Shampoo gekauft. Ja, dazu hat mir meine Freundin geraten. Und ich verwende ja Desange total gerne. Ich hatte das mit dieser pinken Verpackung. Keine Ahnung, wie das dann genau hieß. Aber jetzt muss ich halt schauen, dass ich ein paar andere Produkte verwende, eben für meine Haare, damit ja, die das Ganze überleben, was ich so vorhabe. Dann durften mit Abschminktücher. Da nehme ich mir sehr, sehr gerne diese hier mit. Wobei ich sagen muss, dass ich mir jetzt ultra lange keine mehr gekauft habe. Ja, aber jetzt wollte ich eben mal wieder welche haben. Ich habe mich die ganze Zeit mit Wattepads abgeschminkt. Deshalb sind die jetzt auch leer. Habe mir welche nachgekauft hier. Diese kaufe ich immer. Die sind halt extra groß, schön wattiert. Reichen 2 Stück fürs ganze Gesicht und dann bin ich fertig. Und die verwende ich natürlich auch für die Fingernägel. Und ja, aber jetzt hatte ich mal wieder Bock, halt diese hier zu kaufen, weil es abends doch ein bisschen leichter ist. Beziehungsweise, ja, schneller geht, sagen wir es mal so. So, apropos Fingernägel. Hier, Nagellackentferner. Durfte auch wieder mit. Ich kaufe immer diesen hier mit diesem Pumpspender. Habe ich euch auch schon des Öfteren gesagt. Den anderen kaufe ich gar nicht mehr. Dann kaufe ich immer diese Kosmetiktücher hier.
fand die Verpackung auch total schön irgendwie. Ja, wobei man die bei mir eh nicht sieht, weil die in der Schublade ist. Im Bad, dann gibt es tolle neue Masken. Ich bin ja ein kleines Maskenopfer. Die habe ich allerdings geschenkt bekommen. Aber ich wollte sie euch trotzdem gerne mal zeigen. Also die gibt es ja schon länger. Und es gibt aber ganz neue im Regal, habe ich gesehen. Und ich hätte mir tatsächlich auch welche mitgenommen, aber ich habe ja jetzt diese drei hier, die ich erstmal verwenden werde. Die sind allerdings echt teuer, ne? Ich glaube 2,45 Euro. Also das ist schon eine Stange Geld. Dann müsst ihr unbedingt, wenn ihr Kichererbsen liebt, natürlich, ne? Im besten Fall, diese hier mal probieren. Die nehme ich auch immer bei DM mit. Oh, die sind so, so lecker. Ich habe da schon so viele verschiedene Gerichte mitgekocht. Wirklich toll. Ich liebe sie. Machen wir mal mit den Zähnen weiter. Für die ganze Familie. Zahnbürsten. Und zwar hier Bambuszahnbürsten. Die anderen sind jetzt da drüben. Die, die wir jetzt haben, verwenden wir jetzt noch, also es gibt ja immer gewisse Abstände. Und danach verwende ich sie immer für die Waschbecken im Bad, um ja diesen Abfluss zu putzen. Und dann werfe ich die natürlich weg. So, und jetzt möchte ich aber, dass wir komplett auf diese hier umsteigen und nicht mehr die aus Plastik kaufen. Jo, dann habe ich das hier wieder mitgenommen. Das ist mein liebster Duft von der Firma SC Johnson. Dieses Touch and Fresh. Kennt ihr bestimmt, habe ich die ganzen Bäder bestückt mit und das ist tatsächlich mein liebster Duft. Mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Für die Zähne habe ich noch diese Teile hier mitgenommen, diese kleinen Bürstchen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr die auch verwendet, weil in den Zahnzwischenräumen, ja, das natürlich auch nicht so toll ist und deswegen habe ich immer die. Es gibt ja verschiedene Stärken, ne? Also, da könnt ihr ja mal gucken. Ich habe jetzt 2 bis 3 mm. Genommen. Dann, wie immer, Kaugummis fürs Auto. Habe ich immer im Auto, weil mich die tierisch in der Handtasche nerven. Dieses will kein Mensch hören. Dann habe ich noch Falafel-Dingens mitgenommen. Dieses Teil hier habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich hatte da so Lust drauf gestern. Ich habe an Joghurt gedacht mit Minze und dann dachte ich, Mensch, da brauchst du was dazu. Ah, machst du mal wieder Falafel. Sprech's wahrscheinlich nicht so toll aus, ne? Egal. Jedenfalls möchte ich das mal ausprobieren. Schnuller für den Liam. Der kleine Schatz nimmt tatsächlich nur Schnuller von der Firma Mom. Andere mag er nicht. Also abgesehen davon, dass er Schnuller sowieso nicht so gerne nimmt, aber ich nach dem Stillen ihm dann gerne einen Schnuller gebe, weil er sonst ewig dran trinken würde. Aber das ist kein Trinken mehr, das ist dann doch eher Nuckeln, wenn er so am Einschlafen ist. Und deswegen darf es auch mal ein Schnuller sein. Und jetzt durften eben neue mit. Apropos Zähne, hier wollte ich die hier mal ausprobieren. Habe ich noch nicht ausprobiert, kann ich euch dann aber auch sagen, wie ich die finde. Ja, ich hätte mal alles schön sortieren können, ne? So nach Schema. Zähne, Haare, aber ja, habe ich nicht gemacht. Wie gesagt, old school heute. Dann habe ich gekauft zweimal dieses hier in verschiedenen Duftrichtungen. Allerdings war das reduziert von 3,45 Euro so rum auf 2,45 Euro. Und ich brauchte das eh wieder im Gästebad und unten im Kinderbad. Deswegen habe ich es mal mitgenommen. Ich kenne die Marke nicht und ich kenne das Produkt an sich nicht, aber ich werde euch auch da auf dem Laufenden halten, meist bei Instagram. Ne? Wenn das irgendwie ein Fail ist, wenn es mal schnell gehen muss, wenn ich was schnell zeigen möchte, dann berichte ich euch immer auf Instagram über solche Geschichten. Ich habe dann noch dieses Banana Loose Powder von Natara mitgenommen. Und zwar wurde ich da gefragt, ob ich weiß, wo es das noch gibt. Und also von einer Bekannten. Und dann hatte ich das da eben beim Aufsteller gesehen. Das war tatsächlich auch das letzte Produkt von Natara. Habe ich sie angeschrieben, sagt sie, oh Heidi, nimmst du mir das bitte mit? Sag ich, ja klar, kein Problem. Habe ich ihr gekauft, holt sie sich heute Abend bei mir ab. Und noch was zum Futtern. Maiswaffeln dürfen da nie fehlen bei mir. Und diese 4 Kornflocken fürs Frühstück durften auch noch mit. Ja, und dann wollte ich euch noch sagen, dass es was Tolles Neues gibt. Also hier ist mein Öl Magique von Elvital. Ihr seht's, gut aufgebraucht,
Das hat so, so ultra lang gehalten. Wahnsinn, wie ergiebig das ist. Gut, man braucht auch wirklich nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Ich verteile das dann immer so in den Fingerspitzen und gebe mir das dann eben in die Haarspitzen. Bitte nicht in die Längen oder auf den Ansatz. Ich denke, das ist aber klar. Ja, und jetzt gibt es aber was Neues mit einer anderen Formulierung, und zwar mit Jojobaöl. Ja, wollte ich euch eben auch mal zeigen. Das sieht so aus. Allerdings habe ich dieses hier zugeschickt bekommen. Das habe ich nicht selbst gekauft. Das war eben mit Kokosöl und das ist hier mit Jojobaöl. Ja, da habe ich auf jeden Fall wieder lang was davon und meine Freude damit, weil meine Haare wirklich da ganz, ganz geschmeidig dann sind und schön glänzen. Also ich mag es sehr gerne, sonst hätte ich es ja auch nicht fast aufgebraucht, ne? Klingt logisch. So, und jetzt kommen wir noch zu den Neuigkeiten. Ich schaue gerade nochmal drüber. Ja, es gibt bald, und zwar Ende Oktober, eine wahnsinnig tolle LE von L'Oréal. In Zusammenarbeit mit Karl Lagerfeld. Ja, Karl Lagerfeld ist ja jetzt leider schon gestorben, aber die haben wohl zu seinen Lebzeiten noch was ausgeklügelt, sagt man das so? Und das gibt es eben jetzt für euch bald zu kaufen. Ich habe ein wunderschönes Paket bekommen. Die Produkte waren hier drinnen, war dann auch noch ja weiß und schwarzes Papier so. Im Karl Lagerfeld-Style, hier mit diesem wunderschönen Band. Und die Vogue war noch dabei und eben die Produkte. Und ich kann euch wirklich nur raten, falls ihr auf sowas steht, ja, schaut, ob ihr das noch bekommt. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also für mich funktionieren drei Produkte davon nicht ganz so gut. Kommen wir gleich dazu, aber der Highlighter ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also ihr seht schon, ich verwende es auch wirklich ganz fleißig, bis auf das in der Mitte. Also da habe ich jetzt noch nicht reingeditscht, ne, weil das einfach so schön ist, diese Prägung. Aber dieser Highlighter ist der absolute Wahnsinn, wirklich. Und schaut euch mal bitte das Packaging an. Also müssen wir nicht drüber sprechen, ne? Ist wirklich wunderschön. Und dazu gibt es dann eben auch die Lidschattenpalette. Die sieht so aus. Und da habe ich jetzt schon dreimal einen Look geschminkt mit dem dunkelsten. Also, naja gut, der ist jetzt nicht der dunkelste Ton, aber mit diesem Ton hier. Und das habe ich euch auch auf Instagram gezeigt. Das ist so, so schön, wirklich. So für den Alltag verwende ich diese Farbtöne hier, aber ich habe eben, wie gesagt, mit diesem hier auch einen richtig, richtig schönen Look gezaubert. Da haben mich dann auch wirklich viele auf Instagram angesprochen und ja, also ich finde die wirklich mega, mega schön. Diese Palette, 9 Farben sind enthalten und falls euch, ja, wie gesagt, sowas gefällt, dann schaut euch unbedingt um, dass ihr das noch ergattert. Ich denke, dass es ziemlich schwierig werden wird. Also könnte ich mir vorstellen. Dann waren 2 Eyeliner mit dabei. Da muss ich aber sagen, dass mir die Spitze nicht ganz so gut gefällt, weil die einfach zu weich ist und ich deshalb ja meinen Lidstrich nicht ganz so gut hinbekomme. Also die Farbe, also das Schwarz, das Tiefschwarz, gefällt mir sehr, sehr gut. Es gibt ja verschiedene Schwarztöne, muss man wirklich sagen, auch wenn sich das komisch anhört. Aber wie gesagt, die Spitze, die ist so, so dünn, dass ich das dann nicht so richtig hinbekomme. Und das gefällt mir eben nicht so gut. Aber ja, auch hier wieder das Packaging. Mega gut. Und jetzt ist der kleine Mann hier. Wenn ihr feiern geht, dann haben wir hier zum Beispiel diesen in Silber. Ich habe ihn gerade schon mal aufgemalt. Der Liam ist jetzt aber gerade da. Deshalb muss ich mich total beeilen. Also auch der ist wirklich richtig schön. Ich habe euch den auch auf Instagram gezeigt. Den bekommt man kaum ab. Also das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Aber auch hier ist die Spitze eben wieder so dünn, dass es für mich relativ schwierig ist. Aber ich finde den Farbton richtig, richtig schön. Ja, dann haben wir noch einen Mascara. Und zwar sieht der so aus. Allerdings funktioniert der bei mir nur in Kombi mit einer anderen Mascara, die ich schon eine halbe Ewigkeit verwende. Und zwar diese hier. Wenn ihr einen leichten, ja, Wimpern-Look möchtet, sage ich jetzt mal so, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, dann reicht euch der auf jeden Fall aus. Auch für den Alltag geeignet, also auf jeden Fall, auch mehrere Schichten, aber es wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Ja, und die Lippenstifte, also die sind wirklich sensationell. Es gibt 6 Stück an der Zahl.
Meine liebsten Farben habe ich euch schon auf Instagram gezeigt. Ich swatch euch die jetzt hier mal und falls euch sowas gefällt, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Die sind auch richtig schön auf den Lippen, also die trocknen nicht aus oder so. Das mag ich ja zum Beispiel gar nicht. Matte Lippenstifte sind ja nichts für mich. Aber mit denen hier könnt ihr auf jeden Fall punkten und nichts falsch machen. Die sind wirklich ganz, ganz schön. Zwei Stück sind schon hier unterwegs. Deshalb habe ich sie jetzt hier gerade nicht in der Hand. Und ja, es ist so, dass es diese LE eben, wie gesagt, Ende Oktober zu kaufen gibt. Schaut auf jeden Fall nach. Und ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle, weil der kleine Mann da drüben jetzt seine volle Aufmerksamkeit von mir bekommt. Ich hoffe, dass euch dieser kleine unstrukturierte DM-Haul gefallen hat. Vielleicht war ja was dabei, was euch interessiert. Ich würde mich jetzt an dieser Stelle eben, wie gesagt, verabschieden. Freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Und dafür könnt ihr diesen Kanal kostenlos abonnieren, ganz klar. Bald gibt es auch wieder mega tolle Verlosungen von mir. Also nicht verpassen. Ich wünsche euch jetzt nur das Beste. Bis bald. Ciao!